Ich habe damals im dritten Ausbildungsjahr das erste Mal vom Augustinum gehört und habe mich dann echt so hier in dieses Haus so verguckt, weil es halt einfach klein war. Es war was ganz Neues für mich. Die Menschen sind ganz anders mit einem umgegangen. Und man wurde auch als Auszubildende ganz anders behandelt. Also es war wirklich ein schönes Miteinander. Guten Morgen, ihr Schwarzen. Schwester Sandra. Wenn man als Auszubildende das alles gesehen hat, wie viel Zeit eine Schwester für einen Patienten hat in Wirklichkeit, dann lernt man das hier schätzen, für den Patienten Zeit zu nehmen, individuell auf ihn einzugehen. Man hört ihm halt wirklich zu und der Patient hat das Gefühl, dass er ernst genommen wird. Und noch einmal tief ein. Und aus. Was einfach schön hier bei uns im Haus ist, das ist die Gerätschaften. Also ich weiß, jetzt als Mann sagt man jetzt wieder sowas, aber ich finde es halt schön, wir haben neue Geräte, die wir auch in ausreichender Zahl haben, dass man wirklich das, was man braucht, auch zur Verfügung hat und einfach auf dem neuesten Stand ist. Was mir besonders Spaß macht am Wundmanagement, das ist der Umgang mit den Patienten, die Beratung, den Patienten in dem ganzen Prozess mit einzubinden, die Mitarbeiter, sie zu schulen. Und ich finde es halt auch spannend, dass man so ein selbstständiges Gebiet hat, wo man viel Entscheidungsmöglichkeiten hat und mehr Verantwortung. Als ich Interesse gezeigt habe für die Wundversorgung hier im Haus, habe ich auch Unterstützung erfahren durch unsere Pflegedirektion. In der Form, dass sie mir die Qualifizierung finanziert haben, genauso wie halt auch die Arbeitszeit zur Verfügung gestellt und reges Interesse gezeigt haben, mir einen weiteren Werdegang hier im Haus möglich zu machen. Der Grund von der Altenpflege in Krankenhaus zu wechseln war ja, dass ich ja neue Sachen lernen wollte und dann wollte ich mich verändern. Ich arbeite hier gerne, weil ich werde ja von den Schwestern richtig akzeptiert und integriert. Ende des Monats geht's los. Also, warum zieht er um? Ja, weil es größer ist, schöner Garten, großer Garten. Du fährst noch mit dem Auto her, oder? Du kriegst dann von mir Sonderdienstzeiten. Das musst du ganz früh aufstehen. Noch früher. Habt ihr denn ein paar Helfer? Also nicht, dass ich helfen will. Als ich hier angefangen habe, war ja super einfach. Ich wurde von dem Team sofort angenommen. Ich bin ja eine Weile eingearbeitet und dann durfte ich ja langsam Schritt für Schritt anfangen, selbstständig zu arbeiten. Kann man die verwechseln auch? Ja, kann man ja auch. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht. Und das haben sie auswendig gelernt? Genau. In meinem persönlichen Fall war ich schon familiär geprägt. Dadurch, dass meine Mutter auch in der Pflege arbeitet und auch Krankenschwester ist, habe ich damals schon mir die Bücher angeschaut und wusste von vornherein, das ist mein Ding und das möchte ich später machen. Deshalb bin ich auch immer noch auf der Intensivstation, trotz zweier Kinder. Eine große Stütze war von meiner Stationsleitung, die mir gesagt hat, hey, wir würden uns freuen, wenn du wiederkommst. Und sie waren da echt sehr offen und alle persönlichen Umstände, die in der Familie herrschen, konnte ich da wirklich im offenen Gespräch kundtun und sagen, hey, so sieht es bei mir aus. Ich würde jetzt momentan gerne 2 Wochenende im Monat arbeiten. Nach der Krippeneingewöhnung würde ich gerne aufsteigen und mehr machen. Also das Augustinum ermöglicht halt flexible Arbeitszeitmodelle. Dadurch gab es keine bösen Blicke oder irgendwelche Karriereeinbußen. Genau, ich betreue jetzt heute den Herrn Huber. Guten Morgen, Herr Huber. Ich habe eine Kollegin mitgebracht, der würde ich mal ein paar Dinge erklären. Herr Huber ist so langsam im Wachwerden. Wir reden immer mit dem Patienten, auch wenn sie im tiefen Koma sind, weil man eigentlich nie genau weiß, was sie alles mitbekommen. Für die Patienten ist es immer angenehm, wenn man so eine Hand am Patienten hat, dass er einfach merkt, dass man da ist. Patienten hier werden immer Monitor überwacht. Das heißt, es wird immer die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung und der Blutdruck überwacht. Also ich liebe meine Arbeit, ich mache das wirklich sehr gerne, auch am Patientenarbeit, obwohl es ja psychisch wie physisch schon auch zum Teil sehr anstrengend sein kann. Und da hilft es einfach, sich unter Kollegen irgendwie auszutauschen.
man kennt jeden persönlich, die persönlichen Umstände und ja, man fühlt sich heimisch. Das ist ein bisschen zweite Familie hier. Ja.